Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video und heute bin ich ohne Kamera unterwegs, nur mit meinem iPhone 14 Pro Max. Und heute zeige ich euch meine Lieblingstechniken und meine Lieblingsperspektiven, die ich bei Smartphone-Fotografie benutze. Bleibt dran! Die Situation kennt ihr wahrscheinlich, viele sind unterwegs, viele planen nicht zu fotografieren und wollen trotzdem irgendwann mal ein paar Fotos machen, weil jeder hat diese Absicherung in der Tasche, ein Smartphone. Es gibt bessere Smartphones, es gibt schlechtere Smartphones, es gibt die, die mit vielen Kameras ausgestattet sind, es gibt nur ganz einfache. Aber gut, wir konzentrieren jetzt auf das, was wir haben. Und das ist klar, das ist jetzt ein Premium-Modell, iPhone 14 Pro Max. Damit haben wir schon mal ein Video gedreht, beziehungsweise über dieses Telefon, Smartphone haben wir einmal in Wien berichtet, wo es gerade rausgekommen ist. Und heute möchte ich das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Folgendes, wir haben hier drei verschiedene Kameras. Ein Weitwinkel, das ist die Hauptkamera mit 48 Megapixeln. Dann haben wir Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln und Telekamera mit 12 Megapixeln. Es gibt zwar verschiedene Einstellungen, und zwar folgendes, wenn ich jetzt das Ganze so anschaue, dann gibt es hier Vergrößerungsfaktor 0,5, dann gibt es Vergrößerungsfaktor 1, Vergrößerungsfaktor 2 und Vergrößerungsfaktor 3. 0,5, 1 und 3, das sind Objektive, die native sind. Das heißt, das sind Objektive, die wir jetzt hier auf der Rückseite haben. 2, das ist eine Mischung aus zwei Objektiven. Einmal mit 48 Megapixeln, einmal mit 12 Megapixeln, also Weitwinkel und Tele. Das wird intern zusammengerechnet und so bekommen wir natürlich auch diesen Vergrößerungsfaktor 2. Dann haben wir die Möglichkeit, wir fotografieren im Vollautomatikmodus. Das ist jetzt so, wie ich jetzt iPhone habe. Also wir haben hier keine großen Einstellungen, also wir fotografieren so und verlassen uns komplett auf das Smartphone. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn wir auf dem Bild nach oben wischen, dann haben wir die Möglichkeiten, zum Beispiel Blitz ein- und auszuschalten. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Live-Modus einzuschalten. Gut, das werden wir jetzt nicht nutzen. Dann haben wir die Möglichkeit, Format zu ändern. Also Originalformat ist 4:3. Ich wurde oft gefragt, ja, was machen wir, wenn wir zum Beispiel Quadrat nehmen, wird dann Teil vom Sensor genommen oder nicht. Es ist so, wenn wir 4:3 nehmen, dann ist das komplett original. Es wird jeder Pixel vom Sensor genutzt. Wenn wir 16:9 nehmen, dann klar, wird natürlich ein bisschen was abgeschnitten und Quadrat dementsprechend auch. Ja? Aber ich fotografiere immer in 4:3 Modus und das bedeutet, dass ich sage, okay, also ich kann im Prinzip alle Pixel haben und das Bild kann ich später in Photoshop oder in Lightroom beschneiden, wie ich möchte. Dann gibt es hier die Möglichkeit, dass wir die Belichtungskorrektur machen. Das ist eine sehr nützliche Funktion. Ich mache auch auf dem Smartphone immer so, dass ich sage, okay, ich mache Belichtungskorrektur minus ein Drittel. Ich mag Bilder ein bisschen dunkler, weil wenn Bilder ein bisschen dunkler sind, da kann man aus dem Bild viel mehr rausholen. Und dann nutze ich natürlich RAW. Apple Pro RAW, das ist die maximale Ausbeute, was wir aus der Kamera, aus diesem Smartphone bekommen haben. Das macht natürlich absolut Sinn, weil das Bild wird in DNG-Format gespeichert. Wenn wir das nicht nutzen, dann haben wir entweder High-Efficiency-Format oder JPEG. Aber wir als Profis oder ambitionierte Hobbyfotografen nutzen am liebsten natürlich DNG-Format. Hier gibt es gleich einen kleinen Tipp. Wenn wir in die Einstellungen gehen, zu der Kamera, dann gibt es hier die Möglichkeit, die Einstellungen beizubehalten. Einige haben wahrscheinlich schon festgestellt, wenn wir fotografieren im RAW-Format und dann machen wir die Kamera zu, dann machen wir sie wieder auf und dann springt wieder auf High Efficiency oder auf JPEG. Geht bitte auf Einstellungen behalten oder Einstellungen beibehalten und dann ganz unten Apple Pro RAW. Ja, Apple Pro RAW. Das bietet euch die Möglichkeit, dass RAW immer eingeschaltet ist. Und wenn ihr dann auf der Kamera fotografiert, dann könnt ihr sagen, okay, ich brauche jetzt kein RAW, dann hier oben RAW ausschalten oder RAW einschalten. Also das sind jetzt so meine Einstellungen. Mehr gibt es nicht zu berichten. Es gibt natürlich auch verschiedene Apps,
Aber die native Kamera-App von iPhone funktioniert super und wir haben geniale Bilder. Wir haben schon oft Bilder gepostet, die sehr gut sind und keiner hat mitgekriegt, dass diese Bilder mit iPhone gemacht wurden. Jetzt gehen wir zusammen, ich mache jetzt ein paar Aufnahmen und zeige euch meine Lieblingsperspektiven und wie und was ich mit iPhone fotografiere. Olga und ich sind jetzt gerade in Bückeburg, das ist in Niedersachsen, Landkreis Schaumburg, und ich stehe jetzt vor dem Bückeburger Schloss. Das ist ein Tipp zum Ausflug, ist sehr interessant, von außen zu fotografieren und drin eine Besichtigung zu machen, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt die Totale fotografieren. Wie mache ich diese Aufnahme? Gut, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich beschränke mich jetzt auf zwei Ansichten. Einmal die Ansicht von dem Turm, das ist das hier, und dann einmal auf die Totale. Den Turm mache ich mit dem Mischobjektiv, also Faktor 2, und die Totale mache ich mit voller Brennweite, mit Weitwinkelobjektiv mit 48 Megapixel. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, das Ganze richtig schick zu bearbeiten. Wir gehen auf unsere Kamera-App. Und ich mache jetzt erstmal hier die Kontrolle, die Belichtungskorrektur. Ich mache jetzt minus ein Drittel, so. Ich bin jetzt im RAW-Modus, das sieht man oben rechts. Und ich mache jetzt eine Totale im Querformat. Und die Totale im Querformat sieht so aus. Also wenn wir 48 Megapixel nutzen, die Hauptkamera, dann dauert ein bisschen in Kamera-RAW-Modus, bis das Bild gespeichert wird, irgendwie Bruchteile der Sekunde. Aber trotzdem ist das bemerkbar, weil die Daten sehr groß sind. Es kann passieren, dass ihr bis zu 100 Megabyte ein Bild habt. Das ist natürlich sehr viel. Jetzt machen wir die zweite Aufnahme, also die Totale von dem Turm. Ich mache das mit dem Mischobjektiv. So, das ist jetzt Faktor 2. Hier geht es ein bisschen schneller, weil wir haben hier die Auflösung nur 12 Megapixel. Dank RAW-Format, dank DNG-Format habe ich natürlich alle Möglichkeiten, in das Geschehen einzugreifen. Und das ist natürlich sehr schön. Ich kann die Bilder sehr gut bearbeiten. Und es ist wirklich absolut genial, was mit neuen Smartphones möglich ist. Die Bilder, die ich eingeblendet habe, die sind übrigens schon bearbeitet in Kamera RAW von Photoshop. Und ihr könnt diese Bilder natürlich auch genauso in Lightroom bearbeiten. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt stehe ich direkt vor dem Schloss Bückeburg. Schaut mal, dieses Gebäude ist wunderschön. Wir haben hier einen Springbrunnen, wir haben hier Rasen, sieht alles gut aus. Der Himmel ist natürlich nicht ganz so spektakulär, aber nicht weiter sagen, wir können den Himmel natürlich austauschen. Wie fotografiere ich hier genauso? Ich arbeite hier auf jeden Fall mit dem Hauptobjektiv, also 48 Megapixel. Brennweite ist übrigens 24 mm, umgerechnet auf Vollbildformat. Auch hier möchte ich Belichtungskorrektur machen, minus ein Drittel. Und schaut mal, was für eine schöne Perspektive. Also einmal im Hochformat. Ich achte darauf, dass alles sehr symmetrisch im Bild ist. Bewege mich auch selbst, dass die Symmetrie beibehalten wird, dass die Symmetrie erreicht wird. Dann mache ich eine Aufnahme im Querformat. Und das ist natürlich ein wunderschönes Bild. Also diese Aufnahmen bei der Auflösung, bei der Bildtiefe, was wir haben, also die stehen Aufnahmen mit Vollformat oder mit APS-C in nichts nach. Gut, wenn jetzt jemand sagt, okay, das stimmt nicht, gut, wer sucht, der findet. Es gibt natürlich kleine Abstriche, aber für die meisten sind diese Abstriche nicht relevant. Jetzt machen wir ein paar spektakuläre Perspektiven. Ich bin jetzt hier in so einem Säulengang und ich kann jetzt durch diesen Säulengang das Schloss fotografieren. Wir haben rechts ein Gebäude, links ein Gebäude. Was nutzen wir hier? Natürlich nutzen wir Weitwinkel. Super Weitwinkel, also nicht 24 mm, sondern das andere mit 13 mm. Und hier fotografiere ich genauso im RAW-Modus. Übrigens habe ich jetzt hier Belichtungskorrektur drin, das ist sehr gut. Ich positioniere diese Säule exakt in der Mitte. Drücke ab und bekomme so eine schöne Aufnahme von zwei Gebäudeteilen getrennt mit dieser Säule. Das ist die Aufnahme frontal. Und dann mache ich das Gleiche ein bisschen von unten und leicht nach links bewegt. So, so bekommen wir sogar eine Laterne in das Bild rein. Das ist sehr schön. Und wenn wir noch spektakulärer arbeiten wollen, hier gibt es eine Kanone. Eine Kanone, die können wir jetzt auch als Motiv nehmen
Und schau mal, das ist ein Prachtexemplar. Sieht wirklich sensationell aus. Und ich möchte jetzt ein Foto machen. Hier gibt es einen wunderschönen Wappen. Und ich mache jetzt eine Aufnahme. Olga, kannst du ein bisschen zur Seite gehen? Weil Olga sieht man jetzt gerade. Also wir machen jetzt ein Foto, wo ich den Wappen drin habe. Und man sieht im Hintergrund das Schloss, also diese zwei Gebäudeteile. Und der Wappen auf der Kanone ist auf jeden Fall in der Mitte. Ich achte darauf, dass alles symmetrisch ist, dass wir eine zentrale Perspektive haben. Also die Achse, die zentrale vertikale Achse, das ist diese Kanone. Und das sieht richtig gut aus. Ich finde wirklich, man kann an jedem Detail irgendwas finden. Man kann die Kompositionen so machen, dass das Ganze harmonisch und ästhetisch aussieht. Und hier gibt es so Ornamentik, das sind diese kleinen Drachen. Die fotografiere ich jetzt erstmal mit Weitwinkel, mit der Hauptkamera. Das sieht auch gut aus. Im Hintergrund das Schloss. So. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich fotografiere jetzt auch im Porträtmodus. Porträtmodus bietet euch die Möglichkeit, künstliches Bokeh zu erzeugen, weil iPhone ist mit LiDAR-Sensor ausgerichtet. Das heißt, es wird eine Tiefenmap erzeugt und mit Tiefenmap bekommen wir sozusagen künstliches Bokeh. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert, wie es aussieht. Ja, es gibt nur bestimmte Regeln, es gibt bestimmten Abstand, was man nicht überschreiten darf. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Ja, das sieht nicht schlecht aus, noch ein bisschen weiter. Ist natürlich für Porträt gedacht in erster Linie, aber das, was ich jetzt hier mache, das passt natürlich auch. Ja, so sieht das aus. Und jetzt noch ein Motiv für euch. Noch eine ganz wichtige Funktion. Mit iPhone, ich glaube, das ist ab iPhone 13 Pro, kann man Makrofotos machen. Dazu braucht ihr erstmal eine Einstellung vorzunehmen. Wir gehen jetzt in die Einstellungen und hier gehen wir zu Kamera-App. Dann scrollen wir alles ganz nach unten und hier gibt es so einen Eintrag Makrosteuerung. Ich aktiviere das, gehe zu der Kamera, das heißt, im Modus ganz normal fotografieren wird jetzt ermittelt, dass es sich um ein Makroobjekt handelt, Nahaufnahme. Ja? Ich nehme jetzt zum Beispiel das hier, ich habe jetzt erstmal krampfhaft Blümchen gesucht, habe ich nicht gefunden, aber ist egal. Schaut mal, ich gehe jetzt hier ran und links unten sieht er so ein Blümchensymbol. Das heißt, wir fotografieren jetzt im Makromodus. Und ich kann wirklich sehr nah rangehen und ich sehe alle Strukturen bei dieser Pflanze. Alle. So kann man tatsächlich sehr schön fotografieren, ganz klein, kleine Sachen ganz groß machen. Und das ist das, was natürlich auch mega Spaß macht. Und wenn ich die Fotos so sehe, die sehen gar nicht so schlecht aus. Also das heißt, ihr habt im Prinzip alles drin. Ja, das ist jetzt keine Werbung für iPhone. Andere Benutzer von Android-Smartphones, zum Beispiel Samsung, Huawei, alles Mögliche, die haben diese Funktion auch. Gut, ich werde jetzt natürlich keine anderen Geräte kaufen, nur um euch einen Gefallen zu tun. Nein, ich fotografiere mit dem, was ich habe und ihr nutzt natürlich auch das, was ihr habt. Und jetzt habt ihr gesehen, wir haben verschiedene Optionen zum Fotografieren und jetzt habe ich euch alle meine Lieblingstechniken gezeigt. Ja, wenn man keine Kamera dabei hat und das hat man immer in der Hosentasche, dann ist der Tag nicht verloren und ihr könnt alle Motive einfangen. Übrigens, wir haben auch ein Videotraining, Fotografieren mit dem Smartphone. Da erklären Micho und ich noch mehr Techniken, wie wir mit Smartphone fotografieren, welche Perspektiven wir nutzen, worauf wir achten und wie wir natürlich die Bilder bearbeiten. Es ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, aber die Techniken sind natürlich die gleichen geblieben. Das sind die Klassiker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Like, abonniert unseren Kanal, werdet Kanalmitglied. Kanalmitglieder bekommen wie immer Rohdaten zur Verfügung gestellt, damit ihr selbst ausprobieren könnt, was ihr aus diesen Daten rausholen könnt. Und wenn ihr irgendwas rausgeholt habt und das gefällt euch, das könnt ihr gerne bei uns in der Facebook-Gruppe posten, Stadt- und Architekturfotografie. Oder heißt richtig Architektur- und Stadtfotografie. Und apropos Architektur- und Stadtfotografie, wir haben natürlich auch ein Buch, Moderne Architekturfotografie. Dort erklären wir natürlich auch viele Tipps für Städte, Architektur, Gebäude und alles, was dazugehört, fotografiert, dass das richtig schick aussieht. Und wenn ihr noch mehr lernen wollt, wir haben alles Mögliche. Videos, Presets, Aktionen, wie gesagt, Bücher und auch Workshops. Und für Kurzentschlossene gibt es einen Workshop in Hannover, Abendfotografie mit dem Smartphone. Da werden wir durch Hannover
latschen und ganz schicke Fotos machen. Falls die Plätze noch da sind, Link unter dem Video. Also, das war's für heute, dann bis zum nächsten Mal. Fotografiert fleißig mit Smartphone oder mit der Kamera, die ihr gerne habt. Und vergesst nicht, Oma und Opa zu grüßen. Ciao.